Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es wieder geschafft. Ich bin wieder Forellenangeln. Heute bin ich beim Angelparadies Hochmoor und werde hier zusammen mit Eduard, Alex und sein Schwiegervater sind auch wieder dabei, werden wir versuchen, Forellen zu angeln. Ob was geklappt hat, siehst du natürlich hier in diesem Video. Also bleib dran, sei gespannt. Los geht's. So, dann machen wir mal den ersten Wurf. Fange jetzt auch schockig an. Mit einem flachlaufenden Geier. Tja, einmal kurz die Kamera ausgemacht, ups, und vor den Füßen haben wir eine Forelle verloren. Fische scheinen sehr flach zu stehen. Machen wir die nächste. Kann der Geier hier seine Stärken ausspielen, weil er eben flach läuft. Boah, ist eine Tigerforelle. Ist eine richtig schöne Tigerforelle. Guckt euch mal diesen schönen Fisch an. Wahnsinn. Tja, liebe Leute, erster Fisch ist raus. Ist hier eine richtig tolle Tigerforelle, richtig super gezeichnet. Haben wir jetzt auf dem flachlaufenden Spoon auf den Geier gefangen und jetzt machen wir noch ein paar Wurf. Die Sonne geht gerade auf, gucken, ob noch was geht. Ihr seid dabei. Ja, erster Fisch und dann gleich eine richtig schöne Tigerforelle. Auch wieder auf dem Glowspoon. Oh, da hat man einen Biss. Und Fisch ist weg. Da versuchen wir jetzt einen ganz, ganz kleinen Spoon, auch von Gotthands 0,4 Gramm. Kleiner Spoon, ganz langsam geführt. Hat sie den Spoon genommen. Jetzt ultra, ultra klein und leicht. Fische stehen sehr flach. Und umso kleiner der Köder. Und dann kommen die Attacken. Ja, und? Jetzt hat der Alex. Komm her. Jetzt hat der Alex auch gefangen. Ja, ihr seht, der Alex. Vielen Dank. Der Alex hat jetzt auch auf dem Boxster Fett. Ja, mein Lieblingsköder. Ja, Boxster Fett und eine schöne goldene. Petri. Danke. Oh. Ja.
Auf was hast du gefangen? Wobbler? Tja, der Eduard fischt. Ja, guck mal. Jetzt klappt's hier. Jetzt klappt's hier auf dem Wobbler. Hier, du kannst meinen Kescher nehmen. Ja, da sehen wir's. Da sehen wir's. Der Eduard zockt jetzt hier auf dem Robwobbler. Ist das dreimal SS? Ja. Ja, sehr, sehr flach. Petri. Ich versuch's hier weiter jetzt mit dem kleinen Spoon, da hatte ich vorhin eine drauf gefangen. Jetzt gucken wir mal, ob nicht noch was geht. Tja, ihr seht's, oder ich hoffe, man sieht's. Der Eduard hat jetzt scheinbar irgendwas gefunden, was so ein bisschen zu funktioniert. Jetzt hat er wieder einen auf dem Wobbler gefangen. Langsam, aber sicher kommen auch mehr Bisse. Wieder auf dem Wobbler? Petri. So, jetzt versuchen wir es wieder auf unseren Rob in der braunen Farbe. Ganz vorsichtig, paar Mal angestupst. Oh, da haben wir eine. Scheiße, ausgeschlitzt. Ja, auf Rob. Schade. Versuchen wir es jetzt ganz extrem, Molly Fett ohne Tungsten. Oh. Ey, Eduard. Tja Leute, auch die Barsche mögen den Molly Fett, habe ich auch noch nicht gehabt. Tja Leute, jetzt habe ich gerade die Seite gewechselt. Ah, schade. Alex hat jetzt gerade einen auf dem Rob drauf. Aber halt ein bisschen tiefer. Tiefer? Ein
so 30 cm vielleicht. Mhm. Und dann von unten ist die gekommen. Oh, da haben wir es. Ah! Hing kurz. Auf dem Molly Fett, ohne Tungsten. Fast schwerelos im Wasser. Ja, sehen wir es auch. Hat sonst das Gummi ein bisschen runtergezogen. Oh, da haben wir einen Biss. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Aber so weit fliegt es. Ja. Weiß? Weiß, ja. Mit 0,2 oder was hast du? Ich habe gar keinen Tungsten drauf. Manchmal, wenn die so richtig keinen Bock haben und zickig sind, dann muss man ja sehr, sehr viel ausprobieren. Mach ich das gleich auch. geht leider nicht, Alex. Zuerst hat es gut gerochen, jetzt hat es... So. Köder ist wieder drin. Oh, das gibt's doch nicht. Wir kriegen jetzt hier fast auf jeden Wurf Bisse. So, jetzt machen wir das gleich. Erwin-Modell. Nee, Alex. Ja, doch. Das lass mal sein. Ja, oh nein! Jetzt haben wir aber eine. Ja, lange auf dem Molly versucht. Und jetzt endlich hat sie zugeschnappt. Lange haben wir sie provoziert. Jetzt haben wir sie gekeschert. Vielen Dank. Richtig tolle Goldforellen, haben eine richtig coole Färbung. Richtig goldene Barren. Gucken wir mal. Ja, Leute, da sehen wir es. Richtig schön auf dem Molly. Milchner ist das, ja. Zwei goldene Schwimmen. Ich schmeiß hin, eine beißt, schlag an, ausgeschlitzt. Schmeiß wieder hin und die andere beißt. Na, Molly fett. Versuchen jetzt hier echt alle Tricks aus der Kiste zu kramen. Mirax ohne Tungsten. Ja, da kommt eine. Ich bin jetzt zweimal attackiert, steht ganz am Rand. Ich muss jetzt aufpassen, dass er uns nicht sieht. Dann bin ich sicher, beißt die auch. Weil reagiert hat sie auf den 70er. Jawohl. Ich hab's auch noch gesagt. Die hat reagiert. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Oh, auch noch ausgestiegen. Was ein Pech.
Jawohl. Gibt's doch nicht. Stand da regungslos. Ein richtig schöner Saibling. Stand da richtig regungslos. Molly runtergelassen, zweimal angelupft. Und hat dann aufgesammelt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass der den nimmt. Haben wir einen im Netz. Oh, ist das ein schöner Fisch, ey. Wahnsinn. Auf dem Molly am Rand gepflückt. Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Es ist nach wie vor richtig, richtig zäh. Ich bin jetzt schon ein paar Mal ums Eck rumgelaufen, gucke da, wo Fische am Rand passiv stehen. Und manchmal, so wie jetzt in diesem Fall, kann man tatsächlich, zeig euch das mal, ein richtig toller Saibling. Und gebissen hat er hier auf den Molly Fett in Rosa. Stand ganz regungslos am Rand, den Köder runtergelassen, zweimal angelupft, hat dann genommen. Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch wenigstens auf diese Art und Weise fangen können. Denn schwer ist es nach wie vor. Aber wir geben nicht auf. Tja, liebe Leute. Und jetzt zum Mittag hin hat der Stefan mir was richtig Tolles kredenzt. Ich habe ja schon ganz, ganz viel gehört davon. Aber heute mache ich mir mein eigenes Bild. Und zwar gibt es hier einen richtig tollen Lachsburger. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Aber guckt euch mal diese geile Platte an. Wahnsinn. Und den lasse ich mir jetzt richtig gut schmecken. Ja, liebe Leute, ich bin ja bekanntlichermaßen ein richtiger Burger-Fan und ich habe von diesem Lachsburger, den der Stefan macht, habe ich schon gehört. Was soll ich sagen? Stefan, riesen Kompliment an dich. Die Angelei hier gestaltet sich heute zwar sehr, sehr zäh, aber jetzt mit so einem leckeren, richtig tollen, schönen Mittagessen haben wir wieder ein bisschen Kraft. Versuchen noch hier den einen oder anderen Fisch zu fangen. Ich kann euch sagen, allein schon wegen dem Essen ist es auf jeden Fall ein Ausflug wert hierhin. Und ja, bleibt dran, wir machen noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Ja, Leute. Kaum zu glauben. Aber kurz vor Feierabend kommt wahrscheinlich der letzte Fisch des Tages raus. Auf dem Boxster Fett, mittelschwerer Kopf. In der Mitte reingeschmissen. Ich habe eine goldene gesehen. Wollte eigentlich die goldene haben. Und dann habe ich einen Biss gekriegt. Und raus. Ja, das ist eine schöne Lachsforelle. Das ist eine schöne Lachsforelle. Jupp. Ja. Danke. Bitte. Hier den lieben Kollegen, der mir hilft hier beim Keschern. Vielen Dank. Nö, nee, alles gut. Das geht. Ja. Da haben wir es, Leute. Auf dem Gummi. Aus der Mitte. Tja, meine Lieben. Der Angeltag neigt sich dem Ende zu. Ich denke noch ein bisschen und dann geht die Sonne auch unter. Ja, war sehr, sehr zäh heute. Auch solche Tage gibt's. Und die gehen auch an mir nicht spurlos vorbei. Wir haben richtig gekämpft und konnten trotzdem ein paar Fische fangen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben und wie immer seht ihr mich dann im nächsten Video. Bleibt gesund, wir sehen uns. Ciao.